Tag zusammen. Wir wollen uns in diesem Video noch mit dem Laplace-Operator beschäftigen. Das ist ein Operator, der auftritt bei der zweifachen Anwendung des Nabla-Operators auf primär skalare Felder, aber auch auf Vektorfelder. Das heißt, was wir machen wollen, ist, wir haben also wieder ein Vektorfeld Phi, wenden auf dieses Feld zunächst den Nabla-Operator auf, also berechnen den Gradienten und haben dann noch die Divergenz von diesem Gradientenfeld. Das heißt, man liest jetzt diese Rechenoperation von rechts nach links, dass zuerst der Gradient ausgeführt wird und danach die Divergenz berechnet wird. Das heißt, wie sieht das aus? Wir haben also den Nabla-Operator mal Nabla Phi und die Darstellung ist dann, dass wir den Laplace-Operator haben, das ist dann das Dreieck Phi. Wie sieht das jetzt aus in der mathematischen Betrachtung? Also Laplace unseres skalaren Feldes Phi, das jetzt abhängen kann von x, y und z natürlich. Na gut, was wir dann haben, ist also die Divergenz. Und dann haben wir natürlich hier dx Phi, dy Phi, dz Phi, also jeweils die x, y partielle z-Ableitung unserer skalaren Funktion Phi. Naja, das müssen wir jetzt anwenden auf unseren, darauf wird nochmal der Nabla-Operator angewendet, also die Divergenz von diesem Vektorfeld, was entsteht, diesem Gradientenfeld. Naja, das heißt also, schreiben wir das ausführlich auf, das ist also dann die partielle Ableitung nach x, partielle Ableitung nach y, nach z mal, und dann haben wir hier stehen dx phi, dy phi, dz phi. Ja, und das ist jetzt also eine Skalarmultiplikation von zwei Vektoren. Das heißt, hier steht dann dx Quadrat phi plus dy Quadrat phi plus dz Quadrat phi. Wobei hier dieses dx Quadrat, dy Quadrat, dz Quadrat, das ist die zweifache Ableitung. Also schreiben wir es im Ausführlichen, das ist d nach dx Quadrat phi plus d Quadrat nach dy Quadrat phi plus d nach dz jeweils Quadrat phi. Das ergibt sich natürlich aus der Darstellung. Das heißt also, wir kriegen aus diesem Nabla-Operator, wenn wir den ausschreiben, dann ist der also in dieser Form darzustellen, also d nach dx Quadrat plus d nach dy Quadrat plus d nach dz Quadrat in kartesischen Koordinaten, in krummlinigen Koordinatensystemen, also Zylinderkoordinaten oder Kugelkoordinaten, sieht es ein bisschen anders aus. Aber das ist in der Laplace-Operator in kartesischen Koordinaten. Das heißt, wir wenden die zweifache Ableitung auf unser skalares Feld an. Man kann den Laplace-Operator jetzt auch auf ein Vektorfeld anwenden. Das heißt, wenn wir jetzt unser Vektorfeld f haben, da müssen wir jetzt aufpassen bei der mathematischen Operation. Das heißt, dort betrachten wir erst, also haben hier die skalare Multiplikation unseres Nabla-Operators und multiplizieren das dann mit dem Vektorfeld und bekommen dann entsprechend den Laplace-Operator angewendet auf dieses Vektorfeld, also Laplace F, die Rechenvorschrift, gilt dann natürlich entsprechend, dass das natürlich dann d Quadrat nach dx Quadrat des Vektorfeldes f plus d nach dy Quadrat Vektorfeld f plus d nach dz als Quadrate, weil wir die zweifache Ableitung haben von f und unser Vektorfeld f ist natürlich ins Vektorfeld wieder was von x, y, z abhängt, so wie wir es schon kennengelernt haben. Naja, die Anwendung, wie gesagt, also für die Wellengleichung insbesondere interessant, für Diffusionsgleichung auch entsprechend. Und jetzt kann man natürlich noch diese Koordinaten hier umtransformieren, dass man aus dem kartesischen Koordinatensystem krummlinige Koordinaten macht, wie gesagt, die Zylinder- oder Kugelkoordinaten als typische Anwendungsfälle. Dann verändern sich hier diese Rechenoperationen, aber es geht immer um die zweifache Ableitung und da sieht man auch direkt schon den Zusammenhang zur Wellengleichung.